Moin Leute, ja, dies ist mal ein kleines Infovideo, beziehungsweise um genau zu sein, mein erstes Infovideo. Ich wollte einfach mal jetzt erklären, was jetzt, beziehungsweise ich wollte mal erläutern, was jetzt alles so auf dem aktuellsten Stand ist. Ja, wie ihr vorher wusstet, habe ich diesen Kanal hier damals mit Tim zusammengeleitet, mein ehemaliger Let's Play-Kumpel. Aber leider gab es da viele Komplikationen und ja, ich habe mich dann dennoch entschlossen, dann meinen Kanal weiterzuführen, beziehungsweise unseren Kanal weiterzuführen. Und zwar führe ich den jetzt nur alleine, also nur Leon. Ja, es hat sich viel getan in der Zeit, also viele neue Freunde dazu bekommen, viele neue Abonnenten dazu bekommen. Ist zwar noch nicht die Welt, aber es ist vollkommen okay soweit. Kann sich vielleicht noch ändern mit eurer Hilfe, wer weiß. Ja, das zu dem Thema, dass ich jetzt alleine bin, wollte ich nur mal kurz erläutern. Und ja, wie gesagt, es hat sich viel getan, neue Freunde dazugekommen. Und die Freunde wollte ich halt einfach mal vorstellen. Und zwar zum ersten haben wir, naja, Su, soweit ich das richtig ausgesprochen habe. Ja, sie let's played soweit Horror Games, Resident Evil, Project Zero, wie ich gerade sehe. Und Still Life auch, glaube ich. Ticking Point hat sie, glaube ich, auch noch hier irgendwie was Let's Played, soweit ich das weiß. Ist auf jeden Fall eine nette, Sprachfehler müssen auch sein. Ist auf jeden Fall eine sehr nette, solltet ihr mal vorbeischauen und euch mal die Let's Plays angucken. Ist auf jeden Fall echt empfehlenswert. Also, keine Scheue, sie beißt nicht. Wie gesagt, einfach mal vorbeigucken, wird sich bestimmt freuen, wenn ihr irgendwas Nettes im Kanalkommentar schreibt. Hat auch 91 Abonnenten, das sind relativ fixe. Ja, einfach mal vorbeischauen. So, dann haben wir hier noch unseren, ja, wie soll ich sagen, unseren Zweitkanal. Ist es jetzt in dem Sinne nicht, sondern es ist jetzt in dem Sinne ein Audio-Podcast von uns. Und zwar einmal von der Valentqueen, von mir, von Patrick, von Sideflip LPs, dann vom Achim, vom Neox und vom Norm, von Curry LP. Ja, wir machen hier einen Podcast und wir quatschen hier über Games, hier, wie ihr auch sehen könnt. Horror Games war jetzt das erste Thema gewesen mit Resident Evil. Das nächste Thema wird Valentqueen bestimmen, also unsere Nina. Die hat sich das Thema wohl ausgesucht, Devil May Cry. Und ja, ich glaube, da werden wir auch noch viel diskutieren. Ist auch ziemlich neu, der Kanal, also wenn euch das sowas mal interessiert, Audio-Podcast, dies, das und rund um Games und mal klare Fakten dazu, beziehungsweise aus dem Sinne, was wir so denken, könnt ihr einfach mal gerne reinschalten bei uns, ist kein Problem. Auch wenn ihr könnt euch auch gerne mal bewerben, wenn ihr möchtet, also Gastauftritte ist alles kein Problem, wenn ihr mal gerne mitquatschen möchtet mit uns, mit den ganzen Let's Playern, das ist einfach kein Problem, schreibt uns einfach eine E-Mail, beziehungsweise eine E-Mail, einfach eine Mail hier bei YouTube. Und ja, dann gucken wir einfach mal beim nächsten Termin, wo ihr euch drin auskennt. Müssen einfach mal so Kategorien nennen. Dann suchen wir euch beziehungsweise wir sagen euch dann dementsprechend Bescheid dann, wenn ihr mit dabei sein könnt. Also wie gesagt, sehr interessant, solltet ihr auf jeden Fall auch mal reinhören. Ja, dann haben wir als nächstes den Norman, den Curry LP. Ja, durch den, der ist sozusagen... Hört sich jetzt komisch an, aber ist wirklich so mein Vorbild in Sachen Let's Plays. Also er hat mich damals auch reingebracht mit den Let's Plays. Also er hat damals angefangen, dies, das. Hat mir so alles erklärt, hat mich da viel reingebracht, hat mir Tipps gegeben, viel unterstützt auch, viel Werbung gemacht dafür. Nochmal vielen herzlichen Dank, Norman. Wie gesagt, ist auch ein sehr toller Let's Player. Also hat auch nicht was auf dem Kasten, sehr sympathische Stimme auch vor allen Dingen. Und ja, ziemlich viele Games hat er auch schon gemacht. Hier, wie ihr sehen könnt, das ist Alice Madness Returns. Sollt ihr auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Also hier hat er auch noch vorher einen Let's Play Part gehabt mit, also Let's Play Together war das gewesen, also ein Race mit Neox LP. Auch sehr interessant, aber dazu gleich mehr. Ja, wie gesagt, guckt auf jeden Fall einfach mal vorbei, ist sehr empfehlenswert auch hier. Schön designt alles und das ist halt ziemlich gut gemacht für dich. Auch wenn es ein bisschen zu viel Anime-Manga-mäßig ist für mich, aber naja, Geschmackssache. Und auch hier, was ich auch ziemlich gut finde bei ihm, ist die ganze Auflistung hier, was er hingeschrieben hat. Dauerarbeit haben wir hier Garry's Mod, dann League of Legends, MMORPGs hat er Tests jetzt gemacht, das ist eine neue Kategorie, glaube ich, jetzt von ihm. Ja, Minecraft auch ein neues Projekt, Yu-Gi-Oh!
abgeschlossene Projekte. Hier könnt ihr euch auch alle mal durchlesen. Also sind schon sehr viele und sehr spannende Sachen dabei. Also wenn ihr mal irgendwie nicht weiterkommt, schaut einfach bei Curry vorbei, der hat alles. Und scharf ist er dazu auch noch. Ja, wie gesagt, er wird sich bestimmt auch freuen. So, dann haben wir noch einen guten Kumpel von mir, den Marcel. Er hatte damals ja auch den Kanal mit Easy zusammengeführt und ja, da gab es auch soweit Komplikationen und er hat sich jetzt auch entschlossen, in dem Sinne den Kanal weiter alleine zu führen, also ist ziemlich gut dabei bekannt, auch ziemlich schönes Design, wie man hier sehen kann. Oh ja, 90 Abonnenten, aber auf die Abonnentenanzahl geht es meinerseits eigentlich nicht an, weil ich meine, gute Let's Player muss einfach so da sein, die haben auch so rumverdient, darauf geht es nicht auf die Abonnentenzahl an. Ja, ziemlich gut gemacht was soweit. Kanalkommentar Runde 42. Er let's played auch gerade Pokémon. Blattgrün ist er schon bei Part 30. Ich glaube, das hat er einen Co-Kommentator mit dabei gehabt, sein Kumpel. Ja, also er let's played viel Pokémon, kündigt auch alles viel an. Sehr strikte Ordnungen. Mal gucken, ob die Playlist sauber ist. Ja, hat er auch soweit alles gut gemacht. Okay, ein bisschen Schlamassel, aber ich schätze mal, es wird er wohl auch noch in den nächsten Tagen auch erledigen. Also ziemlich gut gemacht, sollte ihr auf jeden Fall auch mal vorbeischauen. Ja, dann haben wir hier noch auch noch einen Kumpel von mir, den Sinoran. Also auch, er ist ein sehr guter Let's Player-Kumpel von uns. Ja, soweit, was Let's Player zurzeit. Portal macht er zurzeit. Meine geliebter Würfel. Ja, ziemlich Portal fixiert. Ich glaube, der Junge liebt auch Portal. Also ich glaube, er hat auch sogar schon einmal gesagt, die Leute Brüller umbringen, die sich Portal gecrackt runterladen. Naja, ich sag mal, ich kann es nicht verstehen, weil Portal ist nicht so meine Welt, aber naja, die Leute, die Portal lieben, werden ihn bestimmt verstehen. Ja, solltet ihr auf jeden Fall auch mal vorbeigeschaut haben. Also ist echt empfehlenswert, lohnt sich auf jeden Fall. Sehr netter Kerl, sehr sympathische Stimme. Also lohnt sich auf jeden Fall echt. Also er ist noch nicht lange dabei, glaube ich. Oder doch, ja, seit 7.10.2010. Ja, ist auch regelmäßig aktiv, also wie gesagt, ist echt ein sehr netter, also könnt ihr noch anschreiben, er beißt garantiert nicht, er schreibt auch gerne zurück. Ja, dann haben wir hier noch den Neox LPs. Das ist der Let's Play, beziehungsweise der Let's Race Kumpel von Curry LP, von Norm. Die haben ja zusammen, 4-2 Let's Plays, also Let's Race oder wie man das immer nennen mag. Hat auch ziemlich viele Projekte drin, also Let's Play Dungeons League 3 ist jetzt neu bei ihm soweit. Hier hat er auch alles noch stehen, also kommende Projekte Battlefield 3, Skyrim und dann Call of Duty Modern Warfare 3, From Dust. Ja, laufende Projekte hat er, wie gesagt, The Witcher 2, 4-2, Dungeons League 3. Ja, wie gesagt, auch sehr guter Let's Player. Auf jeden Fall lohnenswert, den mal zu erwähnen. Also wie gesagt, ist auch ein recht netter. Er ist auch mit dabei beim Audio-Podcast. Das ist der Achim. Oder wie Norm jetzt sagen würde, Kim. Warum auch immer, ist ein Insider von den beiden. Ja, also wie gesagt, auch ein sehr netter. Solltet ihr echt mal vorbeischauen. Empfehlenswert. Ja, dann haben wir noch unsere Nina. Die ist mehr so ein Fall für sich. Und zwar in dem Sinne, weil sie hier, wie ihr schon sehen könnt, Anime oder Mangas im Let's Play. Also ich habe keine genaue Ahnung davon. Also da müsst ihr sie schon selber fragen. Also sie ist sehr gebildet in ihrem Bereich, also auch echt lobenswert, sehr nett, sehr sympathisch, also könnt ihr auch auf jeden Fall anschreiben. Sehr tolle Videos hat sie auch gemacht und so ist alles halt auch und ja, ich weiß nicht, das sind glaube ich mehr so Datespiele für Mädchen. Ja, und ein Vorurteil, den ich jetzt nochmal aus der Welt räumen möchte, ist, wie ihr gerade sehen könnt hier, ist es Japanisch oder Chinesisch, ich weiß jetzt nicht genau. Ja, sie kann auf jeden Fall kein Chinesisch oder Japanisch, sondern ein Translator. Also den benutzt sie dafür auch, weil sie wird ja auch ziemlich mit genervt, wie sie immer sagt. Ja, wie gesagt, sie kann Englisch und beziehungsweise sie hat einen Translator und sie übersetzt es damit auch. Ich weiß gar nicht, jetzt Let's Play sie gerade zur Zeit, Part No Kun No Alice, das ist glaube ich irgendwas mit Alice im Wunderland, soweit ich weiß. Und dann nebenbei hat sie noch Starry Sky and Spring. Hat auch viele Sachen, also geht intensiv auf die Zuschauer drauf ein, finde ich sehr toll von ihr. Also wie gesagt, solltet ihr auch echt mal vorbeischauen. Ist übrigens auch dabei beim Audio-Podcast, die Nina. Ja. Wie gesagt, vorbeischauen lohnt nicht, beißen tut sie nicht, sie tötet sofort. Ja, und dann haben wir hier noch den letzten Kanal, den ich euch noch zeigen möchte.
Das ist jetzt Sudflip LP, das ist der Patrick. Ist auch ein guter Kumpel von uns. Der hat auch den gegründet, den Kanal hier, Zero for Gamers. Ja, wie gesagt, Patrick, unser Anführer in dem Sinne mit dem Kanal Zero for Gamers, ist auch ein ziemlich sehr netter. Wie ihr sehen könnt, hat er erst vor kurzem angefangen mit Let's Plays, also ist auch ein Let's Player. Ja, wir unterstützen ihn natürlich auch tatkräftig hier. Wie gesagt, solltet ihr auf jeden Fall auch mal vorbeischauen und ihn unterstützen. Also er wird sich auch bestimmt freuen. Ist ein sehr netter, ist ein sehr lieber. Lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Das war es jetzt soweit von mir. In dem Sinne. Ja, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ich konnte euch ein bisschen Licht ins Dunkle bringen und eure Fragen größtenteils beantworten. Bald wird auch noch ein Abo-Special folgen, sobald die 50 Abonnenten voll sind. Bis jetzt sind es 28. Ja, und dann werden wir uns dann mal was ganz Spezielles einfallen lassen in dem Sinne. Ja, das waren jetzt mal so die interessantesten Dinge, die einige gute Let's Player in dem Sinne, die ich mal einfach nur mal vorstellen wollte. Also wie gesagt, lohnt sich auf jeden Fall mal bei jedem Einzelnen vorbeizuschauen, einfach mal, auch wenn es so ein Gruß ist, dazulassen. Also die würden sich bestimmt echt schon freuen, die Jungs und Mädels. Ja, Leute, wie gesagt, soweit die Fragen sind beantwortet, wie man das immer nennen mag. Ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Weil wir haben es, ja, wie ihr sehen könnt, 10:30 morgens und ich habe noch nicht geschlafen. Ja, so sind die Let's Player halt immer voller harter Arbeit hier. Gut, Leute, das war's auch schon wieder von meiner Seite. Ich würde dann mal sagen, bis irgendwann mal. Ciao, euer Leon.